Ja, hallo, ich begrüße Sie auf dem Kanal für spontane, authentische, dokumentarische und improvisative Videos. Und ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Das heißt, ich versuche für mich die digitale Transformation zu realisieren. Also das heißt den Wechsel in die digitale Gesellschaft. Jetzt bin ich nur offLife und wenn Sie mich sehen, bin ich OnLife. Ja, die digitale Gesellschaft, das ist nur ein Wandlungsprozess so in meinem Leben. Da gibt es dann noch weitere. Also Babyboomer sagt ja eigentlich nur aus, dass ich einer von vielen bin. Und wir waren damals sehr viele. Und das hatte natürlich auch Folgen für die Generation der Babyboomer. Es war immer alles voll, es war alles immer überfüllt. Und man musste sich anstrengen, dass man überhaupt etwas abbekam. Es gab zu wenig Plätze und Stühle in der Schule, es gab zu wenig Milch, es gab zu wenig Schulen und so weiter. Es war also von Knappheit, also das Leben war von Knappheit gekennzeichnet. Ja, der andere Gesichtspunkt der Babyboomer ist natürlich auch die Bezeichnung, dass sie Kriegsenkel sind. Also Kriegsenkel habe ich jetzt neulich gelesen. Also ich bin auch ein Kriegsenkel. Meine Eltern waren, also haben noch den Krieg miterlebt. Ich nicht mehr. Und meine Eltern haben eigentlich nicht aktiv teilgenommen, sondern die waren selber Kinder und Jugendliche und wuchsen quasi gerade so auf und sind da so reingekommen, Gott sei Dank. Aber diese Zeit hat sie natürlich geprägt. Diese Zeit war eine Zeit extremen Mangels und auch extremer Repression. Und das haben sie natürlich irgendwie, diese Erkenntnis haben sie an ihre Kinder, also die Kriegsenkel, weitergegeben. Also es musste alles aufgegessen werden, was auf dem Tisch stand. Ne? Und sagen wir mal, dass du mit der gewaltsamen Züchtigung und so, das war so eher an der Tagesordnung. Das durften sie sogar Lehrer rausnehmen zu Beginn, bis man denen das dann abgewöhnt hat. Ja, Kriegsenkel. Also meine Erfahrung als Kriegsenkel, ja, die sind eigentlich, dass ich in einer sehr merkwürdigen, rauen Gesellschaft aufwuchs. Also da waren so Leute, die waren ziemlich sprachlos, aber voller Tatendrang und auch ziemlich rigoros. Also Widerspruch. Und Widerspruch oder so, wenn man dagegen war, wenn man dagegen opponiert hat, das konnten die nicht leiden. Und ja, man sah quasi förmlich in den Augen die Euthanasie brennen. Also, da wurde man gleich so als ein lebenswert, unwertes Leben betrachtet und die Strafen waren dann für meine Verhältnisse schon drakonisch. Also, da hatte man kein Verständnis, kein Mitleid, da wurde draufgehauen. Ja, sowohl, sagen wir mal, und später dann natürlich, als ich so älter war, habe ich dann begriffen, dass das natürlich Leute waren, die da über Leichenberge gestiegen waren. Also ich habe ja mit diesen, ja, soll man sagen, Massenmördern, mit diesen Leuten, die den Krieg durchlitten und durchlebt haben, als Täter überwiegend, aber auch natürlich nachher als Opfer, die diesen Krieg also mitgemacht haben, die an die Ideale geglaubt haben und die dann da abgestürzt sind, die Europa in Schutt und Asche gelegt haben, aber dann auch dafür bestraft wurden. Diese Spezies Mensch, die habe ich in meiner Jugend und auch noch als Erwachsener überall also gehabt, in der Schule, in der Lehre, in der Ausbildung, auf den Behörden, die saßen überall. Und das waren Leute quasi, die auch so über Leichenberge gestiegen sind, die sehr viel gesehen haben und das, was sie gesehen haben, nicht gesprochen haben. Und ich sag mal, mit den Leuten war nicht gut Kirschen essen.
Das war eine ganz besondere Mischpoke. Ja, nun muss man das natürlich verstehen, wenn die Leute da bis nach Stalingrad marschiert sind und dann vielleicht doch irgendwie über Kriegsgefangenschaft dann doch nachher zurückgekommen sind. Und die haben vieles gesehen, Erschießungen und so weiter und Vernichtungen und auch selber am eigenen Leib erlebt. Mussten auch viele Kompromisse machen, mussten an vielem teilnehmen, woran sie nicht teilnehmen wollten, wo sie einfach so genötigt oder gezwungen wurden durch Gruppenzwang oder wie auch immer. Ja, mit diesen Leuten habe ich es also zu tun gehabt, die haben meine Umwelt sozusagen gestaltet und die haben meinen Spielraum, den ich in meiner Kindheit und Jugend hatte, ja beschränkt, eingeschränkt und die waren natürlich auch so eine Art Erzieher, ne? Meine Lehrer oder wer auch immer, Nachbarn, die waren natürlich auch mit einem kritischen Blick bei einem und was immer man getan hat, die haben es beobachtet. Und sie haben es von ihrem Menschenbild aus bewertet und beobachtet und darauf auch dann auch reagiert. Also das war nicht angenehm. Ja, so viel mal zu dem Hintergrund von Babyboomer und Kriegsenkel. Und jetzt gebe ich noch einen kleinen Rückblick über gestern. Also ich sagte ja schon, ich mache so die Transformation in die digitale Gesellschaft. Das heißt also, ich versuche mich da jetzt im Social Media Bereich. Ich muss überhaupt erstmal vieles lernen, zum Beispiel auch so vor der Kamera überhaupt erstmal zu sprechen und dann auch noch spontan, improvisativ, ohne Vorbereitung, ohne vom Blatt abzulesen, einfach so aus mir heraus. Ja, gestern habe ich also 5 Videos gemacht, wenig eigentlich, da waren wieder 3 Tablet-Videos dabei. Dann habe ich den Tagespot gestern auch gemacht und dann habe ich, der Höhepunkt gestern war, dass ich mal den Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten, das Buch, das ich gerade lese und das ich auch heute Morgen schon gelesen habe, ein Kapitel zumindest, den zweiten Abschnitt da, im zweiten Unterkapitel. Das Buch habe ich also gestern vorgestellt, auch wieder spontan, auch wieder improvisativ und im Nachhinein habe ich vieles auszusetzen, was man hätte besser machen können, was ich bei großer Vorbereitung natürlich hätte besser machen können, aber die Philosophie des Kanals ist ja, dass man spontan und ungefiltert uninszeniert seine Meinung kundtut, wenn auch mit angezogener Handbremse, weil man natürlich aufpassen muss, dass man sich hier nicht um Kopf und Kragen redet. Zwar haben wir Meinungsfreiheit, aber so frei ist das dann doch wieder nicht. Die Gesellschaft fordert dann schon ihren Tribut und von daher muss man dann auch aufpassen, was man da sagt. Um auch dem Auto dann nicht allzu sehr auf die Füße zu treten oder dem Verlag und so. Das sind ja auch Güter, Waren, Geschäftsprodukte, die verkauft werden sollen. Und da versteht keiner Spaß bei sowas. Wenn das da irgendwie negativ oder wenn da irgendwas drin ist, was vielleicht bestimmte Käufergruppen abschrecken könnte, das Buch zu kaufen, dann reagieren die wie von der Tarantel gestochen. Ja, also, das war gestern. 2 Videos mit dem China-Camcorder hier und 3 Sachen, oder waren das 4? 3 Sachen mit dem Tablet.
3 Tablet-Videos, 2 Spiele, 3 Spiele eigentlich Englisch wieder. Dann arbeite ich an dem Word Connect und dann habe ich noch die Reiter gemacht. Word Connect hing ich gestern fest. Ich hatte zu wenig geschlafen und dadurch konnte ich dann nachher das nicht lösen. Da blieben zwei Worte offen, die ich nicht zusammenbekam. Und gestern Abend, so um 23 Uhr ungefähr, da bin ich noch mal kurz reingegangen und schwupp, da waren, hatte ich die Begriffe. Es ist also ganz merkwürdig, wie das so funktioniert. Also ich hatte sie nicht sofort, aber nach kurzem Überlegen fand ich die Lösung. Ich habe das aber nicht aufgenommen, weil ich wollte dann nicht zwei Wortspiele an einem Tag machen. Ja, das war also das dann in Sachen Streaming. Ist ja die nächste große Operation, die hier ansteht. Also da habe ich mich jetzt also ein bisschen informiert. Ich habe jetzt also die Streaming Gaming YouTube App habe ich und ich habe die Twitch App für Livestreaming und ich habe auf dem Desktop natürlich sowieso YouTube und da habe ich dann jetzt auch so eine Desktop-Version für Twitch. Das habe ich mir schon angeschaut, ich blicke zwar noch nicht durch, was das alles soll und so und verstehe das auch nicht, aber ich bin schon mal angemeldet und bin schon mal da. Sagen wir mal, man könnte sagen, man hat schon mal einen kleinen C irgendwie in der Tür. Und jetzt werde ich mich da erstmal umschauen und sehen, was es da gibt. Einige habe ich gestern schon gesehen. Auch so Bekannte, die ich von YouTube her kenne. Die schaue ich mir dann an und sehe mal, was die da so machen. Zum Beispiel habe ich da gestern eine Frau gesehen, die macht auch so einen Spielekanal oder mehrere und außerdem malt die auch und so. Und die hatte also da ihren Geburtstag gefeiert. Die wurde 30, aber die sah noch aus so als, wie sah die aus? Sie stylt sich so sehr. Sehr, sehr jung, so nach, so wie ein Teenie passt, könnte man sagen. So Teenie-mäßig. Und also die feierte ihren Geburtstag und feierte das da auf Twitch, glaube ich, ja, das war Twitch. Und dann kam dann da ihre Anhänger und der Freund war da auch in der Nähe. Ja, also das ist auch eine Möglichkeit, dass Leute auf diese Weise dann quasi ihren Geburtstag teilen oder ihr Weihnachten teilen mit den anderen und dann ein Spiel spielen und dabei mit den anderen dann plaudern. Und dabei so immer so mit einem Blick auf den Schirm schauen, ob da schon Geschenke gekommen sind oder nicht. Sich dann artig bedanken dafür. Also das ist schon schwierig, denke ich, ne? Dass man erstmal reden muss und man muss dann gleichzeitig noch mehrere andere Sachen so im Blick behalten. Das ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Alter überhaupt noch so schaffen kann. Aber darüber brauchen wir nicht zu reden. Solange ich keine Fangemeinde habe, keine Abonnenten, hat das noch Zeit. Ja, für einen solchen Stamm an Zuschauern werde ich schon ein paar Jahre brauchen, denke ich. Und die anderen haben auch alle viele Jahre dafür gebraucht. Die sind seit vielen Jahren dabei. 10 Jahre, manche 5 Jahre mindestens. Und haben natürlich auch eine große Erfahrung mit den ganzen Spielen, die quasi seit ihrer Jugend mit diesen Spielen aufgewachsen sind, mit denen umgehen und dann da auch wissen,
wie die zu bedienen sind. Und ich sag mal, als Älterer, ich habe sowieso nicht so mit dem Spielen. Ich habe eigentlich auch keine Spiele. Und wenn ich mal Spiele hatte, dann war das immer nur so eine kurze Phase. Und das hat dann nie angehalten. Und zu einer Meisterschaft habe ich es da schon gar nicht gebracht. Dafür kam das einfach zu spät. Und als Erwachsener hatte ich jetzt noch viele andere Projekte laufen, so auf dem zweiten Bildungsweg und Studium und dann Fernstudium und dann Lern- und dann Seniorenstudium und so weiter und viele Kurse im Beruf und so. Also da war nicht Zeit für sowas. Ja. Heute habe ich dann gelesen, da wieder über die Singularitäten. Mir ist noch nicht so ganz klar, was jetzt so der Unterschied ist zwischen Idiosynkrasie. Also damit meint er so eine Eigentümlichkeit, das, was man, wenn man das Allgemeine von einem Subjekt abzieht, also den Massenmenschen. Ich meine, wir sind ja natürlich überwiegend Massenmenschen, wir sind gleich sozialisiert und so weiter. Und wenn man davon das Unterschiedliche, das Besondere abzieht, die Differenz quasi, ne, man hat einen großen, sagen wir mal, einen Kreis und davon zieht man dann das Allgemeine ab, dann sind drei Viertel des Kreises schon weg. Das sind dann unsere Funktionen und Rollen, die uns antrainiert wurden. Und dann gibt es da noch so einen kleinen Rest. Das ist dann das Besondere. Das ist das, was vielleicht unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unsere Eigenart irgendwie ausmacht. Und das ist also dann unsere Eigentümlichkeit. Also so wie zum Beispiel ein Stuhl natürlich. Einfach einmal nur ein Stuhl ist so aus... Wie Stühle halt sind, ne? Mit vier Beinen und mit einer Lehne. Und das ist sozusagen das Allgemeine. Und wenn man das Allgemeine abzieht von einem bestimmten Stuhl, also von einem Stuhl in der Wohnung, der hat natürlich ein bestimmtes Alter, auf dem, der hat eine bestimmte Erfahrung, da haben viele Leute drauf gesessen und so. Also der hat schon Ecken und Kanten, der ist schon verschmutzt vielleicht, da sind Kanten abgespalten, der sieht schon gebraucht aus. Und dieses Gebrauchte macht dann sozusagen die Eigentümlichkeit dieses Stuhls aus. Es ist ein Stuhl wie jeder andere, aber das Besondere ist halt die Idiosynkrasie, also das, was diesen Stuhl zum Besonderen macht, und das wäre dann quasi das, was ich gerade gesagt habe, was davon abgezogen wird vom Allgemeinen, also die Gebrauchsspuren sozusagen, die auf dem Stuhl drauf sind oder die auch auf dem Leben drin sind und so. Und so habe ich jetzt da dieses Wort Idiosynkrasie, also die Eigentümlichkeit von Dingen, Objekten, Zeiten, Räumen, Kollektiven und so weiter verstanden. Ja. Das war also heute Morgen und ich glaube, wie viel Zeit haben wir hier schon? 18 Minuten wieder. Ja, 18 Minuten. Die Sonne scheint gerade sehr hell. Von daher werde ich hier auch sehr hell angestrahlt. Aber trotz alledem muss ich jetzt mal Schluss machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Was haben wir heute? Wir haben heute den 9.1. Und wir haben jetzt 20 nach 12. Ich erwarte noch ein Paket heute. Die Gäste sollten kommen und dann schauen wir mal. Okay Leute, das war's von hier und tschüss.